Kapitel 10. Die anfängliche Nervosität, welche sich in dem raschen Herzschlag unter meiner Brust und den zahlreichen Schweißperlen auf meiner Stirn bemerkbar machte, verfliegt schneller als erwartet. Vielleicht ist es der vertrauenswürdige Braunton von Patricks Augen, die meine zittrigen Gliedmaßen wieder zum Stillstand bringen, oder aber die verheißungsvolle Klangfarbe seiner Stimme, als er uns einen zweiten Café au lait bestellt und die französische Kellnerin noch ein bisschen mehr so aussieht, als würde sie alles dafür geben, seine Nummer zu bekommen. Es hätte mich jedenfalls nicht verwundert, wäre sie mit einem einhändigen Handstand zurückgeturnt, um den Herrn mit den großen, klugen Augen zu beeindrucken. Encore une fois, deux cafés au lait, s'il vous plaît, surrt Prince mit seiner tiefen männlichen Stimme und klingt dabei mindestens so cool, als wäre er James Bond höchstpersönlich, der sich mal eben von seinen Abenteuern ausruhen möchte. Dabei huscht ein schiefes Lächeln über seine Lippen und sein rechtes Auge zwinkert neckisch, was der Bedienung sichtlich weiche Knie beschert, denn sie läuft augenblicklich erdbeerrot an. Yes, of course. Bien sûr, Monsieur. Ihr Café au lait ist auf dem Weg zu Ihnen, versucht unsere Kellnerin nun in gebrochenem Englisch, da ihr wohl nicht entgangen ist, dass es sich bei den beiden Herren, die aus heiterem Himmel Freunde zu werden scheinen, nicht um Einheimische handelt. Ihr Blick ist nun etwas verschämt, als hätten wir sie dabei ertappt, wie sie gerade ein romantisches Gedicht über Patricks glänzend weiße Vorderzähne verfasst. Es sieht richtig süß aus, wie sie ihre pfirsichfarbenen Lippen zu einem kleinen, unsicheren Grinsen verzieht, ihre Augenlider niederschlägt, an denen volle, geschwungene Wimpern hängen und dann mit wehendem schwarzen Bob in Richtung de Flore davonhastet, als müsste sie sich vor Verlegenheit hinter der nächsten Zierpflanze verstecken. Patrick nickt ihr mit seinem einnehmenden Lächeln hinterher, mit dem er auch mich für sich gewinnen konnte, und ich bin mehr als fasziniert davon, dass es sich schon nach einer halben Stunde Gespräch mit ihm so anfühlt, als würden wir uns schon ewig kennen. Die steht auf dich, sagt er mit belustigtem Unterton in der Stimme, woraufhin ich gespielt gelangweilt mit den Augen rolle und ihm versichere, dass die Zuneigung der kleinen französischen Kellnerin wohl eher ihm zugesprochen werden sollte. Darauf lacht er. Wie du meinst, Jack, kichert Prince ausgelassen und zündet sich eine weitere Zigarette an, sodass er bald in einen wabernden, mysteriösen Rauch gehüllt wird. Patrick ist der kleine Bruder, den ich niemals hatte, auch wenn er sich mit seinen tiefgründigen Antworten und Ideen oft älter anhört, als er es tatsächlich ist. Ich lausche gern seinen Worten und Ratschlägen, die wie kleine Geschenke sind, die mir der Himmel überreicht. Nach endlosem Warten und drückender Einsamkeit ist Patricks Gegenwart wie Balsam für mein banges Herz. Als hätte es nun endlich wieder etwas, worauf es sich stützen kann. Ja, Patricks Erscheinen und die Tatsache, dass er ohne zu fragen einfach einen Schritt in mein kompliziertes Leben setzte, lässt das verlorene Glücksgefühl wieder in mir aufleben. Endlich bin ich nicht mehr alleine. Endlich habe ich jemanden, der mir gegenüber sitzt und dem ich ganz ungezwungen von meinem Herzensleid erzählen kann, von den verrückten Umständen, die mich nach Paris schwemmten, und von der Frau, die mein Herz stahl, ohne dass ich mich an genaue Details erinnern kann. Du siehst gar nicht aus wie jemand, der eine Band hat, murmelt Prince schließlich und wirft grinsend seinen Nacken zurück, während ihn der Rauch seiner Zigarette einhüllt. Ich meine, du trägst Pastellhemd, keine Lederjacke und ich sehe auch keine Tattoos und überhaupt, wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich dich für einen Versicherungsvertreter gehalten. Er zwinkert mir gut gelaunt zu und drückt den Rest seiner Zigarette im Aschenbecher aus. Mache ich entrüstet und verschränke beide Arme vor der Brust, als wäre ich ein Kind, dem man sein Lieblingsspielzeug weggenommen hat. Ist doch wahr, er grinst breit, die braunen Augen zu zwei belustigten Schlitzen verengt, während er sich lachend in seinen Stuhl zurückwirft und uns ein paar Gäste genervte Blicke zuwerfen, weil wir uns nicht gerade leise verhalten. Doch die stierenden Blicke der Menschen um uns sind uns ziemlich egal. Alles Klischees, erwidere ich und bin ein weiteres Mal positiv überrascht, dass Patrick tatsächlich kein versteckter Fan der The Lucky Ones ist, denn von dieser Band möchte er noch nie etwas gehört haben. Du siehst auch nicht unbedingt wie ein Anwalt aus, eher wie ein Geheimagent. Schon mal daran gedacht, dich bei den Man in Black zu bewerben? Prince wird kurz rot, doch dann müssen wir beide erneut ausgelassen lachen und prosten uns mit unseren Cafés zu, als wären sie Champagnergläser. Ich muss zugeben, keucht Patrick zwischen halb erstickten Lachen hervor. Am Anfang dachte ich wirklich, dass du Dreck am Stecken hast. Irgendetwas ist doch mit ihm, habe ich mir gesagt. Entweder hat er jemanden umgebracht oder er ist hoffnungslos verliebt.
Ich ziehe mit gespielter Empörung meine Augenbrauen nach oben. Interessant, dass du bei beiden Dingen denselben Gesichtsausdruck machen würdest. Ich hätte dir einen Spiegel vorhalten müssen, meint Prince und hebt seinen Zeigefinger, als wäre er kurz davor, eine wichtige Rede zu halten. Dieses leidende Gesicht, während dir die Sonne von Paris auf die Nase lag. Komm schon, Mann, du bist in der Stadt der Liebe. Und dann so ein griesgrämiges Gesicht, als hätte es 7 Tage Regenwetter gegeben. Aber ich nehme es dir nicht übel. Schließlich waren wir alle schon mal verliebt. Oder sind es noch? Ein leises Räuspern neben uns lässt uns aufschrecken. Es ist die Kellnerin und zu meiner Überraschung serviert sie unseren zweiten Café au Lin nicht in Begleitung von akrobatischen Saltos und Verrenkungen. Die kleine Französin beißt sich lediglich verlegen auf ihre volle Unterlippe, was ihr jedoch auch nicht mehr einbringt als ein nichtssagendes Merci beaucoup, Madame, von Prince. Nicht mal ein neckisches Zwinkern hat er nun für sie übrig, denn er scheint ganz bei mir zu sein und hat die Welt um sich herum vollkommen ausgeblendet. Enttäuscht dreht sich die Bedienung auf dem Absatz um und verschwindet wieder im Inneren des Café de Flore. Patricks Lächeln gilt allein mir, als er sagt, weißt du, ich habe auch ein Mädchen, das mir sehr viel bedeutet. Doch bei mir ist es nicht das Pech, das mir immer wieder in die Quere zu kommen scheint. Eher eine schwierige, familiäre Situation zu Hause. Da tut es ganz gut, gerade beruflich in Paris zu sein. Dabei würde ich meiner Herzensdame einfach gerne gegenübertreten, um ihr zu sagen, wie leid mir alles tut. Wie leid es mir tut, dass ich mich ihr gegenüber wie ein Volltrottel benommen habe. Wir alle machen mal Fehler, murmle ich und denke daran, wie unsagbar schlecht ich Frauen in der Vergangenheit behandelt habe. Jedoch glaube ich, dass es mit Lola, ich denke, es ist anders mit ihr, verstehst du? Ich denke, dass sie die Liebe meines Lebens ist und für die lohnt es sich zu kämpfen. Patrick lächelt etwas traurig. Lola Applepie. Sie scheint eine wirklich außergewöhnliche Frau zu sein, nicht wahr? Prince! Rufe ich aus und werfe beide Arme theatralisch in die Luft. Verdammt, ich hab noch nie jemandem gesagt, dass ich ihn liebe. Und dann ist es ausgerechnet ihr Bild, dem ich die 3 magischen Worte als erstes entgegenhauche. Einem Porträt. Ich will gar nicht erst wissen, was passiert, wenn sie direkt vor mir steht. Wahrscheinlich falle ich erst einmal dramatisch auf die Knie und frage sie, ob sie meine Frau werden möchte. Prince grinst nur und nimmt einen Schluck von seinem Kaffee, als hätte er dem nicht viel hinzuzufügen. Nun, meint er dann, jedenfalls bist du jetzt nicht mehr allein auf deiner Suche. Wir werden Miss Applepie schon finden, Jack. Etwas flackert in seinen Augen auf, etwas, was ich nicht einordnen kann. Und doch bin ich mit einem Mal ganz betrunken vor Glück und Euphorie. Als wäre Prince mein persönlicher Talisman, der sich nun an meine Fersen geheftet hat, und mit dem meine Mission einfach gut gehen muss. Aber musst du nicht arbeiten? Frage ich etwas unsicher und schlürfe ebenfalls an meinem Café au Lin, der übrigens köstlich schmeckt. Vielleicht ist es auch nur Prince' Anwesenheit, aber ich habe das Gefühl, noch nie einen besseren getrunken zu haben. Oh ja, natürlich muss ich arbeiten. Ich bin deine persönliche Glücksfee, Jack. Mehr habe ich jetzt nicht mehr zu tun. Patrick grinst breit. Und das muss natürlich auch streng geheim bleiben, weil ich sonst nämlich meinen Zauber verliere. Wäre also nicht verkehrt, wenn du dieser Melissa gegenüber nicht erwähnst, dass du mich getroffen hast. Er zwinkert unbefangen und ich bin für einen kurzen Moment verwirrt. Meinst du das ernst? Frage ich und fahre mir einmal übers Haar. Vor lauter Lachen stehen diese nämlich ein wenig ab. Dann lege ich den Kopf schief, wie ein Hund, der neugierig darauf wartet, dass etwas Ungewöhnliches passiert und das tut es dann in gewisser Weise auch. Ach, weißt du, ich habe eine Ex-Freundin, die so heißt. Ich habe das Gefühl, dass in deinem Leben ein unfassbarer Zufall in den nächsten greift und ich würde ganz gerne eine unangenehme Überraschung vermeiden. Am Ende ist sie nicht mehr gewillt, uns zu helfen, verstehst du? Deshalb bleib doch einfach bei Glücksfee, okay? Denn Jack, nichts anderes bin ich für dich. Sein Lächeln ist nun so überzeugend, dass ich mich fast dazu gezwungen fühle, zustimmend zu nicken. Wie du meinst, ist ja kein großer Umstand, entgegne ich und denke dabei, dass es schon sehr verrückt sein müsste, wenn es sich bei Melissa tatsächlich um Patricks Verflossene handelt. Aber ich habe schon weitaus verrücktere Zufälle erlebt, deshalb fange ich jetzt keine Diskussion an. Zum Beispiel ist die Liebe meines Lebens die Enkelin der großen Liebe meines Großvaters, der zu allem Überfluss auch noch mein Vater sein könnte, was mich wiederum zu Lolas Onkel macht. Diese Tatsachen sind an Absurdität kaum noch zu übertreffen. Ich habe Prince so ziemlich mein ganzes Leben ausgeschüttet.
Aber vor allem den Teil, der mich in letzter Zeit besonders intensiv beschäftigt. Das Verrückteste an der ganzen Sache ist doch, dass alles mit einem Brief begann. Einem Brief, der so viele Ereignisse ins Rollen brachte. Als wäre Alfie in Wahrheit mein universeller Manager, der es mit voller Absicht darauf abgesehen hatte, mich in ein Abenteuer zu schubsen, wie ich es gerade erlebe. Lola Applepie. Dieser Name verließ an diesem Freitag bestimmt schon 100 Mal meine erregten Lippen, die ein Kompliment nach dem nächsten für sie formten, als wäre ich ein wandelndes Synonymlexikon für das Wort wunderschön und unwiderstehlich. Es mag lächerlich erscheinen, sich so ausgelassen über einen Menschen zu unterhalten, der eigentlich nichts weiter ist als eine Idee in meinem Kopf, eine Erinnerung, die sich in goldenes Licht badet, die all meine Probleme hinwegzustreicheln versucht und mich sogar vergessen lässt, dass ich über die ganze Sache mit den Fairy Cupcakes und Lola meine Schwester verloren haben könnte. Die Sache mit Emma und den magischen Cupcakes habe ich natürlich nicht angesprochen. Es wenig Platz hat neben all den Fantastereien, die ich mir über Lola Applepie ausgemalt habe. Meine Glücksfee muss nicht mehr wissen als die Tatsache, dass ich ein hoffnungslos verliebter Künstler aus London bin, dass ich Hals über Kopf in ein Mädchen verknallte, von dem er inständig hofft, dass es überhaupt existiert. Wenn du wirklich meine Glücksfee bist, Prinz, seufze ich nach ein paar Schweigeminuten. Dann mach bitte, dass ich nicht Lolas Onkel bin. Denn leider habe ich da so eine schlimme Vorahnung in mir. Der Satz ist schon draußen, bevor ich überhaupt überlegen kann, ob es wirklich sinnvoll ist, dieses so ausgelassene Gespräch mit etwas Negativem zu beeinträchtigen. Prince hebt interessiert seine Augenbrauen. Und als ich dachte, es könnte nicht mehr verrückter werden, schießt Jack die absolute Kanone ab, ruft er schließlich und schüttelt belustigt den Kopf. Patrick, du musst mir helfen. Wie soll ich mich Lola gegenüber denn verhalten, verdammt nochmal? Ich atme hektisch ein und wieder aus, als wäre ich gerade dabei, den Mount Everest zu besteigen. Ich will sie so sehr, aber ich kann doch nicht, ich kann doch nicht. Prince zuckt unschlüssig mit seinen Schultern. Da bin selbst ich überfordert, meint er, während sich seine Stirn in nachdenkliche Falten legt. Oder was ist, wenn sie die neueste Schlagzeile über mich gelesen hat, die Schlagzeile, in der man mich als Schlampenjack betitelte? Vielleicht will sie mich gar nicht mehr. Kakele ich voller Verzweiflung und Patrick schüttelt nur verständnislos den Kopf. Jack, meint er sanft, hör dir mal selber zu. Gerade warst du noch Feuer und Flamme für deine Mission, ein Happy End zu bekommen. Und jetzt machst du dir alles kaputt, indem du den Teufel an die Wand malst. Das war wieder einer jener Sätze, bei denen ich Patrick für wesentlich älter und reifer halte als mich selbst. Ich kann nichts weiter tun, als ihm recht zu geben und einen Schluck Kaffee zu nehmen. Als würde ich davon ausgehen, das könnte dabei helfen, meine Bedenken ein wenig im Zaum zu halten oder sie gar hinunterzuspülen. Und dann ist da noch dieser Deal mit Betty McDouble, von dem ich immer noch nicht weiß, was ich von ihm halten soll, murmle ich nach einer kurzen Sprechpause trostlos. Patricks Blick hat sich nun auf einen undefinierbaren Punkt in der Ferne versteift. Er sieht mich nicht an, doch seine Finger fangen nervös an, auf der Tischoberfläche zu trommeln. Ich bin etwas verwirrt über sein beharrliches Schweigen, darüber, dass er nicht weiter nachfragt, dass er gar nicht wissen möchte, was es mit dem Namen Betty McDouble auf sich hat. Fast erschrocken und ruckartig ziehe ich also die warme Pariser Luft ein, als er sich unvermittelt wieder mir zuwendet und mich mit einem merkwürdigen Ausdruck in den Augen festhält. »Was habe ich dir gerade gesagt?« schnauft er lauernd. »Bleib im Jetzt. Egal, was dich bedrückt. Sei dankbar dafür, dass du hier sein kannst, dass du überhaupt die Chance bekommst, das Mädchen zu finden, das du liebst.« Er sagt es seltsam kühl, fast vorwurfsvoll. Doch nur wenige Sekunden danach beginne ich zu verstehen, warum. »Für mich gibt es auch eine Lola Applepie, weißt du? Aber ich werde niemals mit ihr zusammen sein können, egal wie sehr ich es will, denn es gibt eine Person, die dem im Weg steht.« Dabei liebe ich sie wirklich über alles. Jedenfalls weiß ich es jetzt. Jetzt, wo ich ihr wehgetan habe. Jetzt, wo ich versagt habe. Nun wird der Ausdruck in seinem Gesicht wieder sanfter. Also stell dich nicht so an, Jack. Du bist nur ein Katzensprung von deinem Glück entfernt. Und dieser Katzensprung ist dein Glaube daran, dass alles gut werden wird. Ich schlucke betroffen. Patrick, tut mir aufrichtig leid. Ich bin plötzlich so traurig, dass ich gar nicht weiß, was ich darauf sagen soll und bringe nur ein gequältes Lächeln zustande. Prince hingegen scheint sich schlagartig erholt zu haben. Mit einem frechen Grinsen winkt er die kleine Französin mit dem Bock zu uns. Excusez-moi, Madame. Die Rechnung bitte, verlangt er freundlich und dann zu mir. Komm, Jack, lass uns Paris unsicher machen. Gerade können wir ohnehin nicht viel mehr tun, als zu warten, nicht wahr?
Ich verschlucke mich kurz an meinem Getränk, da ich mir nicht sicher bin, was er damit meint und es mir nicht behagt, das Café des Flores zu verlassen, auch wenn vielleicht nur eine 10%ige Chance darauf besteht, Miss Apple Pie könnte doch noch mit leichtem Gang um die Ecke stücken. Aber setze ich an und überlege fieberhaft, wie ich mir jetzt am besten eine Ausrede zurechtlegen könnte. Doch Prince hebt energisch seinen Zeigefinger. Na, 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 genug Trübsal geblasen. Da draußen wartet ein Abenteuer auf dich. Komm, folgen wir dem Ruf der Sirene. Zögernd nicke ich und bin fast überrascht über die mechanische Bewegung meines Nackens. In Ordnung, aber versprich mir, dass wir morgen früh wieder ins Café des Flores kommen. Natürlich, Jack. Ich bin deine Glücksfee. Ich folge dir überall hin. Ist Patricks schicksalsschwangere Antwort darauf. Keine Stunde später essen wir zusammen abends im Petit Zink, das sich gleich um die Ecke befindet. Danach streifen wir durch Paris Straßen, wo mir Prince ein wenig von seinem ebenfalls nicht ganz leichten Leben erzählt und von dieser süßen Unbekannten, der offensichtlich das Herz gebrochen hat und bei der er sich irgendwie entschuldigen möchte. Wenn da nicht diese familiären Schwierigkeiten wären. Seine Tante zum Beispiel muss ein richtiges Biest sein, das auf jeden und alles eifersüchtig ist, der sich auch nur in seine Nähe begibt. Ich habe wirklich missgebaut. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so tief sinken würde, grummelt Prince. Und auf die Frage, wie denn der Name der werten Dame sei, antwortet er nur, das ist nicht wichtig. Und ich habe das merkwürdige Gefühl, dass er diesen bewusst vor mir geheim halten möchte. Aber ich dringe mich natürlich nicht auf, so viel Anstand habe ich. Denn mir ist sehr wohl bewusst, wie heikel Herzensangelegenheiten sind. Eigentlich hast du großes Glück, Jack, seufzt Patrick. Du hast großes Glück, dass du dich einfach so in ein Mädchen verlieben kannst, ohne dass du die bösartige Zunge deiner Verwandten im Nacken hast. Ich beneide dich dafür, für deine aufrichtige Art zu lieben. Nicht viele Menschen besitzen diese Gabe. Nein, das stimmt nicht. Alle besitzen sie, doch nur die wenigsten setzen sie auch ein. Ich lächle ihn von der Seite an, während wir über eine von Paris zahlreichen Brücken schlendern und die Sterne zögernd durch den Wolkendunst zu uns hinunterlächeln. Die Liebe. Nicht immer ist sie leicht, nicht zu sagen, niemals. Und auch mich haben meine Gefühle in den letzten Tagen an den Rand des Wahnsinns geführt. Doch hier bei Patrick fühle ich mich seltsam beflügelt, weniger schwer. Ich bin jetzt nicht mehr der Fisch, der hilflos am Strand nach Luft schnappt, ohne Aussicht darauf, wieder ins Wasser zu kommen. Ich schwimme wieder. Ich bin wieder optimistisch und deshalb nicht einmal überrascht, als plötzlich Prince und ich sind stehen geblieben und bewundern den wie eine Disco-Kugel flimmernden Eiffelturm. Mein Handy klingelt und Melissas Name auf meinem Display erscheint. Warte mal, grinse ich Patrick zu, der mir mit seiner rechten Hand ein stummes Okay-Zeichen gibt und dann ein »Ich geh auch mal telefonieren« hinterher wirft, als ich mich von ihm abwende und ein paar Schritte von ihm wegbewege, damit ich Missys Neuigkeiten in Ruhe aufnehmen kann. Jackie Boy! Säuselt das Mädchen am anderen Ende der Leitung und ich erwidere ihre fröhliche Begrüßung mit einem ausgelassenen »Melissa, schön dich zu hören. Was ist passiert?« lacht Melissa. »Du klingst ja wie aufgewechselt.« »Ich habe Gesellschaft bekommen von einem Freund«, meine ich kurz angebunden. »Es ist schön, nicht mehr allein zu sein. Verstehe«, entgegnet Missy. »Dann tut es mir ja fast leid zu sagen, dass sie ihn morgen verlassen muss.« Mein Herz schlägt ein paar Takte schneller. »Heißt das, du hast Post bekommen? Nicht ich«, entgegnet Melissa. »Aber Rebecca«, sie hält kurz inne. »Gott, es war ja sowas von schwer, diese doofe Postkarte zu bekommen. Es hat nicht unbedingt den besten Eindruck gemacht, dass ich Mrs. Stone bestohlen habe, weißt du, was ich nicht alles für Lola tue. Aber sie scheint etwas aufgeweicht zu sein, jetzt wo du schon auf deiner Reise bist. Ihr seid verrückt, hat sie gesagt, aber fairerweise hat sie damit auch ein bisschen recht. Und immerhin, sie hat mich trotzdem einen kurzen Blick auf Lolas neueste Größe werfen lassen. Mehr brauchten wir gar nicht. Und ich glaube, dieses Mal kannst du sie gar nicht verfehlen.« Meine Ohren glühen plötzlich vor Freude und Aufregung, während sich eine Gänsehaut des Glücks auf meinen Armen niederlässt. »Ist das dein Ernst, Melissa?« frage ich Eric. »Und ob das mein Ernst ist?« antwortet Missy und ich höre ihrer Stimme an, dass gerade ein breites Lächeln auf ihren Lippen liegt. »Wo ist sie?« kommt es impulsiv über meine Lippen, als wäre ich ein ungeduldiges Kind, das es nicht abwarten kann, endlich mit Schokolade gefüttert zu werden. »Wo ist Lola?« Ich halte die Luft an, während meine Zehenspitzen kribbeln und ich vor Ungeduld von einem Bein aufs andere trete. »Komm schon, spann mich nicht. Immer mit der Ruhe, Jack.« Melissa unterbricht mich forsch und doch freundlich. »Ich bin auf deiner Seite schon vergessen? Bist du noch in Frankreich?«
bohre ich weiter nach, mit klopfendem Herzen, eine Antwort erwartend. Nein, sie ist nicht mehr dort. Sie ist weitergereist. Keine Ahnung, was sie antreibt, aber Miss Apple Pie hüpft durch Europa, als hätte sie Hummeln unterm Hintern. Deshalb würde ich dir wirklich dringend ans Herz legen, dass du bereits morgen früh mit dem ersten Flieger nach Rom weiterziehst. Italien, sie ist in Italien, stoße ich begeistert aus. Und zum ersten Mal möchte ich tatsächlich glauben, dass alle Wege nach Rom führen, wie es immer so schön heißt. Oh, macht Melissa vorsichtig. Nicht ganz. Sie befindet sich etwas außerhalb. Rebecca hat eine Postkarte von einer gewissen Villa Lante bekommen. Sieht total idyllisch aus, echt? Altes Gemäuer umgeben von einer tollen Parkanlage, antiken Skulpturen und akkurat zurechtgestutzten Zierbüschchen. Ich habe das natürlich gleich gegoogelt und herausgefunden, dass sich diese Villa Lante im Städtchen Banaya befindet. Das ist wirklich ein winziger Ort. Ihr könnt euch eigentlich gar nicht verfehlen. Vor allem wissen wir jetzt, bis wann sie dort ist. Du musst dich also nicht mehr tot warten. Am Montag soll es zum Meer weitergehen. Deshalb auch die Eile. Jetzt ist immerhin schon Freitag. Und diese Villa Lante in dem Park dort geht Lola immer mit ihrem Hund Charles spazieren. Ihren Worten nach zu urteilen, scheint er es dort zu lieben. Kackt die ganzen hübschen Rasenflächen voll und pinkelt die antiken Skulpturen an. Naja, ich konnte diese kleine Ratte nie besonders leiden, aber egal. Verstehst du nicht, Jack? Das ist unsere, das ist deine Chance. Banaya ist nicht Rom oder Paris. Wenn Wikipedia recht behält, gibt es dort gerade mal 1500 Einwohner. Und diese Villa Lante soll auch ziemlich übersichtlich sein. Ich bin schon unterwegs, sage ich, und die Worte, welche laut und vehement wie Feuerwerk aus meinem Mund donnern, überschlagen sich vor freudiger Erregung fast. Fantastisch, quietscht Melissa am anderen Ende der Leitung. Dann buch deinen Flug nach Rom. Von da geht dann ein Zug in Richtung Viterbo und von dort kannst du dann den Bus nehmen. Ich hoffe, du findest so spontan noch eine passende Unterkunft. Ach natürlich, das Glück ist wieder auf meiner Seite, glückse ich, und nachdem wir aufgelegt haben, laufe ich aufgeregt zu Patrick zurück. Hey Glücksfee, lache ich ausgelassen. Du willst nicht glauben, was gerade passiert ist. Patrick, wohl noch in ein Gespräch am Telefon vertieft, zuckt zusammen, stammelt ein hastiges "Ich melde mich später noch einmal" in sein Smartphone und dreht sich dann mit einem ebenso breiten Grinsen zu mir um. Du lachst wie ein Honigkuchen fertig. Nehme an, du hast herausgefunden, wo sich dein Apfelkuchen gerade herumtreibt. Er ist sogar noch backfrisch und fertig zum Verzehr, entgegne ich und sehe verträumt zum Eiffelturm hinüber, der erneut sein glitzerndes Gewand angezogen hat und sich in heroischem Glanz gegen den nachtschwarzen Himmel hebt. Sie ist in Italien, Patrick. Ich springe morgen in die erste Maschine. Italien, wie? Meint mein Gegenüber mit geheimnisvollem Unterton. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Schließlich ist in Italien auch die Stadt von Romeo und Julia. Nun, es geht nicht nach Verona, sondern nach Banaya. Wahrscheinlich hast du noch nie etwas davon gehört. Er schüttelt den Kopf. Dann ist Banaya eben das neue Verona. Und überhaupt, du brauchst ja eigentlich nicht die Stadt von Romeo und Julia. Wer weiß, vielleicht wird Banaya das neue Verona von Jack und Lola. Mir ist ganz schummrig vor Glück bei diesem Gedanken. Ich nicke dankbar, als ich sage, was ist? Trennen sich unsere Wege nun? Prinz zieht irritiert die Augenbrauen zusammen und schüttelt vehement den Kopf. Natürlich nicht. Habe ich dir das nicht schon gesagt? Ich bleibe an deiner Seite. Ich bin deine Glücksfee, Mann. Möchtest du wirklich auf mich verzichten? Kameradschaftlich lege ich ihm meine rechte Hand auf die Schulter. Nein, Prinz, selbstverständlich nicht. Alles ist so surreal. Das Leuchten des Eiffelturms, als wäre er in periodischen Abständen von Tausenden von kleinen Glühwürmchen besetzt. Und das Schimmern des Mondes über uns, der sich an die Wolken schmiegt, als wäre er in weißer Zuckerwatte gebettet. Dann ist da natürlich das Lächeln meines neuen Freundes und der Anruf von Melissa, der mir noch immer in den Ohren nachklingt und regelmäßige Schauer des Entzückens meinen Rücken hinabjagt. Dankbar falle ich Prince in die Arme und klopfe ihm freudestrahlend auf den Rücken. Der Gedanke daran, dass ich jetzt nicht mehr allein bin, bestärkt mich immer noch. Prince ist eine willkommene Ablenkung von all den Geistern in meinem Kopf, die mir immer wieder sagen wollen, dass ich scheitern werde. Jetzt bin ich mir meiner Sache sicher. Ich habe keine Angst mehr. Vor gar nichts. Ich kann erhobenen Hauptes meinem Glück entgegenfliegen, bin nur noch einen Herzschlag von Lolas Lächeln entfernt. Und allein die Vorstellung davon, dass alles, worauf ich bis jetzt so drängend hingearbeitet habe, wahr werden könnte, lässt mich Luftsprünge vollführen. Ich brülle mein Glück hinaus in die Nacht von Paris und wäre am liebsten mit einem Lied über seine zahlreichen Brücken getanzt, das als Text nur ein Wort enthält. Lola. Und dann im Refrain, ich komme zu dir.